hier ist ein anderer lang. Hier ist der Glück. Genau. Ja! Wunderbar! Wenn es indirekt wäre, als ich hier gerade am Hof angehört hat, er den noch berührt. Der dachte wahrscheinlich, ja, dazwischen. War total irritiert. In der 51. Spielminute das 2:1 für unsere Gäste, Torschütze mit Nummer 10, Christoph Römmling. In der 63. Spielminute das 2:3 Torschütze bei unserer Mannschaft mit der Nummer 18, Lukas Breda. Thank you.
Mit. Ja, ja. Pass auf, jetzt guck mal, wie frei da wieder ist. Da oben. Da oben. Reicht das was, ja. Meine Damen und Herren, zu Ihrer Information, die Zuschauerzahlen des heutigen Spiels sehen 154 Zuschauer. Herzlichen Dank. Also. Ah! Oh! Ich bin recht reingehoben, ey. War gut, der Pfeifer. Kann das doch nicht. Na! Oh! Ich kann aber durchspazieren, aufgewacht. Nicht zu, oder? Und der Lüfter da. Ja, ja. Ja. Meine Damen und Herren, der BSV Halle Ammendorf, der neue Landesmeister, besiegt den ersten FC Lok Stendal mit 3:2. Herzlichen Dank. Und wie gesagt, jetzt im Anschluss findet sofort die Siegerehrung des Landesmeisters statt und die Ehrung für die Spieler des 1. FC Lok Stendal. Allen Gästen jetzt schon mal vorneab ein frohes Pfingstfest, eine super Fußball-WM und man hört und stört sich in der neuen Saison wieder. Bis dahin, tschüss. Jeder für jeden ist Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unser Herz uns steuert, aus diesem Leben, aus dem Moment, der immer bleibt. Ja, meine Damen und Herren, wir ehren den Landesmeister der Saison, der Verbandsliga-Saison 2013-14, den BSV Halle Ammendorf. Meine Damen und Herren, die Ehrung nimmt vor der Präsident des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, und zwar der Herr Erwin Guga, mit dabei der Pressesprecher des Landesverbandes, Herr Volkmar Laube, und der Staffelleiter des Landesverbandes, Herr Frank Nicolai. Meine Damen und Herren, der BSV Halle Ammendorf, neuer Landesmeister in der Fußballverbandsliga. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte es wirklich verstanden, wenn wir wirklich singen.
dieser Stelle, meine Damen und Herren, dürfen wir auch, wollen wir es nicht versäumen, unsere Mannschaft, den ersten FC Lochstendal, als hervorragenden Vierter in dieser Staffel zu gratulieren. Meine Damen und Herren, die jüngste Mannschaft in der Verbandsliga hat eine super Saison gespielt. Dankeschön. Gilt an die Mannschaft ein Dankeschön an Herrn Sven Körner, an den Trainer, an den Co-Trainer, an die ganzen Betreuer. Wir danken euch. Ihr seid wirklich toll. Einen vierten Platz in der Verbandsliga 2013-2014 geht an den ersten FC Lochstendal. Herzlichen Glückwunsch. In der Zwischenzeit werden die Medaillen für den Landesmeister, für den BSV Halle Ammendorf durch Herrn Erwin Bugger vergeben. Meine Damen und Herren, Ihnen allen ein frohes Pfingstfest. Eine schöne Fußball-Weltmeisterschaft. Kommen Sie gut nach Hause. Wir sehen uns wieder in der neuen und hören uns wieder in der neuen Saison. Bis dahin.